Riesenüberraschung, wer hätte das gedacht? Unsere GroKo, sie lebt. Von wegen, die können nicht regieren. Nee, nee. In der Nacht von Montag auf Dienstag diese Woche gab es die große Einigung. In Deutschland dürfen Ferkel weitere 2 Jahre ohne Betäubung kastriert werden. Ich dachte, das kommt an, aber wir haben viele Zuschauer aus Niedersachsen. Ja, es ist ja leider kein Witz. Es ist kein Witz, das haben die beschlossen. Beschluss der GroKo. Ist jetzt blöd für die Ferkel, aber die kriegen dann später bestimmt eine Hardware-Nachrüstung. Ach ja, bevor ich es vergesse. Und dann gab es in der Nacht auch noch eine Einigung im Dieselstreit. Vorgestellt von den beiden zuständigen Ministern Schulze und Scheuer. Und das war wirklich die Mutter aller Luftnummern. Ist nicht übertrieben. Verbindlich beschlossen wurde nur die sogenannte Umtauschprämie. Scheuer und Co. schenken den Betrügern zur Strafe noch ein Konjunkturprogramm. Ganz toll. Und jetzt kommt direkt der beste Witz der Sendung. Meine Politik ist aber auch nicht der Buddy der Bosse zu sein, sondern der Kumpel der Fließbandarbeiter. Der berühmte Arbeiterführer Mao C. Scheuer, meine Damen und Herren. Die Autoaktien sind am Dienstag direkt hochgegangen. Das sagt ja wohl alles. Mein Gott, Scheuer. Da fragt man sich wirklich, who let the smog out? Ja. Der feiert sich jetzt für seine Umtauschprämie. Man kann überhaupt nichts umtauschen. Man kann sich einen neuen Diesel kaufen und kriegt ein bisschen Rabatt. Ich glaube, wir müssen das Prinzip umtauschen noch mal ganz grundsätzlich erklären. Also, nehmen wir mal an, ich kaufe meinem Sohn in der Tierhandlung für 20 Euro ein Meerschweinchen. Ja? Zu Hause merke ich dann, das Arschloch aus der Tierhandlung hat mir gar kein Meerschweinchen eingepackt, sondern eine Ratte. Und die ist auch noch tot. Ne? Dann gehe ich natürlich zurück zu dem Arschloch in der Tierhandlung. Und der muss mir, jetzt kommt's, entweder ein Meerschweinchen geben oder meine verdammten 20 Euro zurück. Das nennen wir umtauschen. Was an die Scheuer vorschwebt, ist, dass ich dem Arschloch aus der Tierhandlung noch mal 20 Euro gebe und er gibt mir diesmal eine tote Katze. Das nennt man nicht umtauschen, das nennt man Beschiss, meine Damen und Herren. Ist eigentlich ganz einfach. Umtauschen. Ganz ehrlich, wirklich gern umtauschen würde ich den Verkehrsminister. Dafür zahle ich sogar. Auch mit Rabatt können sich viele Leute in Deutschland kein neues Auto leisten. Die sind jetzt total gekniffen. Denn die von der Kanzlerin großartig versprochenen Hardware-Nachrüstungen, die kommen ja nicht. Ja, BMW ist raus, Opel ist raus, VW sagt, machen wir, aber nur, wenn alle anderen auch mitmachen. Das kannst du vergessen. Hier, Andi Scheuer erzählt einen Witz. VW-Kunde geht zu seinem VW-Händler mit seinem Passat. Und fährt hin und sagt, ich liebe zwar meinen alten Passat, aber was hast du mir anzubieten? Dann sagt VW, 5000 Euro und machen dir ein Angebot. Dann fragt er, kann ich Hardware nachrüsten? Dann kann der Kunde entscheiden, dass er in seinen VW Passat, in den er verliebt ist, auch eine Hardware Nachrüstung reinschaut. Die Lacher waren noch draufgelegt. Genau wie bei der blöden Heute-Show. Siehste? Ey, Scheuer, die Leute sind nicht in ihr altes Auto verliebt. Die können sich kein neues Auto leisten. Du gegelter Dienstwagen-Hintensitzer. Beziehungsweise Kumpel der Fließbandarbeiter. Entsprechend sauer natürlich auch die Opposition. Und dass sie zügig nach 3 Jahren Auseinandersetzung dafür sorgt, dass... Oh, jetzt glaube ich... Was war das denn? Hör mal, wer hat denn da das Interview sabotiert? Hat der Andi? Das war ja klar. Das war ja klar. Mann. Es ist ja wirklich nicht mehr zu glauben. Überlegen Sie mal, 3 Jahre, geschlagene 3 Jahre, macht die GroKo nichts in Sachen Diesel. Nichts. Und dann hudeln sie in einer Nacht ein, sagen wir mal, Konzept auf dem Bierdeckel. Ja, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist wie Hausaufgaben im Bus machen. So werden garantiert keine Fahrverbote verhindert, das sagen alle Experten. Und wenn die Fahrverbote nächstes Jahr kommen,
gibt es auch noch ganz merkwürdige Ausnahmen für alte Euro 4 und 5 Diesel, die im Realbetrieb weniger als 270 Milligramm Stickoxid pro Kilometer ausstoßen. Wie das gemessen und überwacht werden soll, ist noch unklar. Ach, klären wir später, wenn Zeit ist. 270 Milligramm liegen übrigens 50% über dem erlaubten gesetzlichen Grenzwert. Dann können wir die Grenzwerte auch ganz abschaffen, das wäre ehrlicher. Auch völlig ungeklärt ist, wie bei Fahrverboten kontrolliert wird, wer in die Stadt einfährt. Die Polizei hat dafür garantiert kein Personal. Wahrscheinlich sitzen dann demnächst so Rentner in Frankfurt an der Straße und schreiben alle Nummernschilder auf. Ey, ist das Euro 4? Anhalten! Scheiße. Ja, das wird super. Und was sagen jetzt eigentlich die Leute, die uns den ganzen Dieselmist eingebrockt haben? Wir schalten mal live zu Saskia Lindemann-Engelhardt, Sprecherin des Verbands der Automobilindustrie. Frau Lindemann-Engelhardt, wie kam denn der GroKo-Diesel-Durchbruch bei Ihnen an? Ach, Herr Welke, wissen Sie, es wäre schön, wenn die Schmutzkampagne gegen sauberen deutschen Diesel mal zu einem Ende käme. Und mit dem, was wir den Kunden jetzt anbieten, gehen wir wirklich an unser absolutes Limit. Und wir haben eben auch eine soziale Verantwortung. Entschuldigung. Also wir feiern hier seit Dienstag durch, war nur Spaß. Also das war wirklich die geilste Woche ever. Ja? Wir sind ja wirklich mit allem durchgekommen. Der Wahnsinn. Diese komischen Umtauschprämien zum Beispiel entsprechen exakt den Rabatten, die unsere Händler sowieso anbieten. Kinder, lasst mich mal ganz kurz hier das Interview fertig machen und dann ziehen wir uns alle aus. Ja. Also der Scheuer verkauft den Leuten unsere Standardrabatte als Prämien. Der ist so schmerzfrei, der Typ. Neulich rufe ich ihn an. Yo, Andi, alte Einspritzpumpe, wir haben keinen Bock auf Hardware-Nachrüsten. Erkläre das mal den Leuten. Und dann stellt er sich stumpf ins Fernsehen und sagt... Auch mit einem Nobelpreis für Hardware-Nachrüstung kann ich technische Themen einfach nicht politisch lösen. Wenn es nicht möglich ist, Hardware nachzurüsten, dann geht's halt nicht. Dann geht's halt nicht. Haut der einfach so raus, ohne rot zu werden. Dabei bauen BMW und Daimler in den USA schon seit Jahren Diesel mit SCR-Katalysatoren. Ja, aber warum denn dann nicht bei uns? Das kann man doch überhaupt nicht vergleichen. Die Amerikaner haben uns ja regelrecht unter Druck gesetzt, mit Anwälten und so. Das geht da drüben langsam schon Richtung Faschismus. Das deutsche Kraftfahrtbundesamt genehmigt seit über 10 Jahren dreckige Diesel. Also, das nennt man Gewohnheitsrecht. Man kann nicht einfach mitten im Spiel plötzlich anfangen, die Regeln anzuwenden. Ja, apropos Regeln, 80% der neuen sauberen Euro 6 Diesel überschreiten auch deutlich die Grenzwerte. Och, Welke, deine Mutter überschreitet die Grenzwerte. War nur ein Spaß. Nein, natürlich sind die meisten Euro 6 auch Dreckschleudern. Na und? Die verschrotten wir 2019 bei der nächsten Umtauschaktion. Das machen wir ab jetzt jedes Jahr so. Andi schreibt uns gerade das passende Gesetz. Andi Scheuer, Dieselgott. Andi Scheuer, Dieselgott. Sorry, Welke, also ich muss jetzt wirklich Schluss machen. Sie hören ja selber, dass die Party eskaliert. Also Leute, der Höhepunkt des Abends. Ferkel kastrieren. Jeder nur ein Ferkel. Saskia Lindemann-Engelhardt, meine Damen und Herren. Vielen Dank.